Devil Late Night. Fast live aus dem Maskott. Heute mit dem Milo Rau, dem Urban Junior und der Agota Demon. Und da ist er, man muss ihn einfach gern haben, der Dominik de Wil. Hallo, guten Abend miteinander. Hallo, guten Abend. Das ist doch der Abend offen. Hopp! Oh, guten Abend miteinander. Oh! Ausnahmsweise nochmal. Merci. Merci jetzt aber. Komm mit jetzt. So, jetzt nicht übertrieben. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer daheim vor dem Fernseher und hier halb live im Maskott. Willkommen zu Devil Late Night. Es ist heute ein wahnsinnig guter Tag für Schweizer Fernsehen. Und es ist auch heute, an dem wunderbaren Freitag, ein toller Tag für die Welt ganz allgemein. Ja? Richtig, was ist heute passiert? Ihr habt sicher mitverfolgt. Der Trump ist endlich vereidigt worden. Es ist soweit. Ab jetzt wird alles besser, meine Damen und Herren. Kommt, ab jetzt wird alles besser. Kommt. Ganz klar, lass zu. In einer Woche ist der IS besiegt. In zwei Wochen ist die Kriminalitätsrate in den USA auf 1% abgesunken. Das 1% ist genau der Trump selber. Ja. In drei Wochen wird er die komplette Infrastruktur in den USA ausgebaut haben. Ja. Wird die Strassen ausbauen endlich. Weil da hat der Trump sehr gut gelernt von uns Europäern. Du kannst eine Scheiße machen, wie du willst. Am Schluss erinnert sich jeder daran, dass du gute Autobahnen gebaut hast. Ja? Das ist so. USA! Komm mit! Dann noch der andere, dem wir es verdanken haben. Putin! Komm mit, sind wir doch mit. Nicht immer so negativ, was der Trump angeht. Da finde ich, lass doch den Mann einmal machen. Ja? Lass ihn machen. Ich meine, wenn mein Sohn mit der Gabel in der Steckdose rumfummelt, dann sage ich auch, mal machen. Vielleicht kommt ja etwas Gutes dabei raus. Eventuell ist das rausgekommen ein bisschen halbgar, aber wir probieren es mal. Ja, er hat auch, mein Sohn hat ein Meersäuli wollen. Habe ich gedacht, komm, ein bisschen mit Verantwortung umgehen, gib ihm einen Pitbull. Ein richtig scharfer Kampfhund. Habe ich ihm gegeben, was soll ich sagen? Alles wunderbar. Also, dem Hund geht es sehr gut. Ich meine, der Mann, der muss man doch mal experimentieren. Der Mann, der Trump, der ist 70. Und liebe Zuschauer daheim vor dem Fernsehen, wenn ich euch noch mal erinnere, wie ihr mit 70 gesehen. Das ist lang her. Da ist man noch in einer Experimentierphase. Und ich meine, wir haben ja unsere eigene Freakshow in der Schweiz, wo wir drauf schauen können und uns darum kümmern können. Freakshow, ihr wisst, von was ich rede, richtiges WEF. WEF! WEF! WEF, wenn ihr euch vorstellt, das ist die Schweizer Ausgabe vom Dschungelcamp. Ja? Wo ja auch startet, ist die Woche, ist wirklich das Gleiche. Das sind einfach die Halbprominente, die aus dem Helikopter abgeworfen werden, in einem hermetisch abgeriegelten, unwirtlichen Ort. Und mit dann sich so zusammenraufen und so langweilige Gruppenspiele miteinander machen. Und wenn einer zu früh geht, kommt er kein Geld über. Ja, es ist genau das Gleiche. Muss man auch sagen, es sind nicht alle Halbprominente. Im Dschungelcamp, ja, im WEF ist immer einer, ist immer ein ganz spezieller Stargast. Und den haben wir jetzt auch, also im WEF haben wir den auch gehabt. Wer ist das gesehen? Wie heißt er ganz genau? Der Xi Jinping ist das. Und ist empfangen worden, das ist der Präsident von China. Es ist der Kaiser von China, ist das. Xi Jinping ist angekommen mit seiner Frau Peng. Bodyguards haben wahnsinnig viel zu tun. Wegen den Fans. Peng, Peng, Peng! Stützen sie sich drauf. Und das ist sehr ein heikler, das ist ein sehr heikler Gast. Da ist im Bundesrat wirklich wichtig, dass er schaut, dass das gut kommt.
mit dem Xi Jinping. Und ja, schau mal, was sie da veranstaltet haben für ihn. Haben wir ein paar Bilder, eine Fotostrecke. Da haben sie wirklich die Fans vom FC Basel aufgeboten, die euphorisch und begeistert den Teil von China begrüßt haben. Dann haben wir, schau, das ist auch ein ganz schönes, aussagekräftiges Bild, was da passiert. Schaut euch das an. Unsere Bundesrätin tut da die Hand schütteln und übergibt ihm feierlich einen original Schweizer Qualitätskinderarbeiter. Wo in der Turnschuhfabrik von Shanghai, in der Vorort von Shanghai, das schafft. Schau mal, wie er sich freut, der Kinderarbeit. Hey! Wer unsere Sendung verfolgt, weiss, dass wir immer Deville Late Night einen Sidekick haben, an der Seite, der mich unterstützt. Das war bis jetzt der Manuel Stahlberger, der hier ist. Er ist leider nicht mehr bei uns. Er ist freiwillig gegangen. Das wollte ich hier noch eins sagen. Hat er noch mal drauf gestanden? Er ist für frei. Wir sind wirklich gut auseinander, telefonieren jeden Tag. Also ich finde immer noch grossartig, das dumme Arschloch. Und er hat einfach keine Zeit mehr. Er ist jetzt irgendwo, er macht jetzt etwas im Internet, wie alle, die beim Fernsehen ausgeschlossen werden. Er schreibt ein Buch. Ein Ausmalbuch schreibt er. Ist ja gleich. Wir haben wirklich ein Casting gemacht. Und eine hat den Job wirklich wollen. Und ich freue mich, dass wir sie bekommen haben. Und ich will sie euch jetzt hier im Saal und auch daheim in den Fernsehsesseln vorstellen. Agota Diemen! Schön, bist du da. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, mit dir heute die Bühne zu teilen. Und was willst du mit mir teilen? Mein Wurstplatte und mein Schnaps, was noch eigentlich noch geblieben ist. Ich muss das probieren, aber es ist gut, es ist gut. Okay, was ist das für Wurst? Haben wir erstmal Kohl mit Speck, dann Speck mit Kohl, dann Speck im Speck, Speck mit Chili, Wurst und Kohl mit Wurst und Speck. Darf ich das so in die Leute hineingeben, ein bisschen? Ja, natürlich. Also, darf ich da noch mal ein Original Agota Diemen Speck? Nimm es doch in die Hand, komm. Es ist wirklich so, du kommst aus Transsilvanien, deine Eltern leben dort. Meine Eltern leben da, mein Bruder. Wir haben einen Bauernhof, da haben wir 2 Kühe und 5 Schweine. Die leben alle zusammen in Freude und in Liebe. Ja, und ich bin Schauspielerin und ich bin auch noch Food-Bloggerin ein bisschen. Ich unterrichte für meinen Freund Yoga. Du hast einen Freund? Und was für eine. Oh, also es ist schon in Planung, in Heirat? Also in meinem Kopf schon. Du bist wirklich Food-Bloggerin, sagst du? Ja, ich liebe es, Essen zu kochen und dann eben das zu fotografieren und posten. Und ich liebe es, wenn die Leute neidisch sind, was für tolle Sachen ich esse. Aber du tust nicht um Essen, du tust dann vorher abfotografieren. Ja. Und da du auch Schauspielerin bist, haben wir ein kleines Vorstellungsfilm mit dir gedreht. Das kleine Einspieler hier, um da Agota vorzustellen. Bitte. Peter hat angerufen. Er macht sich Sorgen. Aber, oh!
So, also, weißt du überhaupt, was dein Job ist, Agota? Oh nein. Also komm mal mit, ich zeige es dir ganz schnell. Komm, kannst du mal hier hinten reinstellen? Schau mal, wir haben ein wunderbares Pult von dir gemacht. Von rumänischen Waisenkindern ist das hier geschliffen worden. Schau mal das an. Kannst du da reinstehen? Deine Aufgabe ist, ein Sidekick zu sein. Weißt du, Sidekick? Verstehst du das? Sidekick? Nein. Es gibt, schau, es gibt in so den Late-Night-Shows einen Sidekick, wie du bist. Und es gibt jetzt das, was Manuel Stahlberger war, den Side-Nicht-Kick. Ja, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und ich hätte dich wirklich gerne als Sidekick. Der ist wichtig. Also alle Show-Leute haben einen guten Sidekick. Ja, es wäre zum Beispiel der Obelix war Sidekick vom Asterix. Oh. Ja. Dann natürlich in den 70er, 80er Jahren, ich sage nichts drin, war der Sidekick vom Franz Hohler. Ja. Aha. Genau. Und dann zum Beispiel auch der Trump ist der Sidekick von Putin. Das muss man auch sagen. Also das ist ganz wichtig. Und du als Sidekick, deine Aufgabe, liebe Agota, ist, du hast hier ein Lüti. Du darfst dich wirklich zu Wort melden, du mal vielleicht draufhauen. Ein bisschen sanft, du hast ein Geschenk von mir, ganz fein. Genau, richtig. Das ist ein Lüti, da kannst du dich zu Wort melden. Du dich einmischen, aber nicht aufmischen. Ja? Du nicht mir die Show wegnehmen, das wäre wirklich mega schade, wenn wir dich in der nächsten Sendung nicht mehr hier hätten. und vor allem, falls mir etwas passieren würde, während der Show, du ein bisschen förderst das Doppelkind, tu nochmal so. Wenn etwas passieren würde, ja, mir, dann ist deine Aufgabe, die Show zu übernehmen. Es wird was passieren, Dominik, glaub mir. Gut, also, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Tun wir doch mal gerade etwas üben. Machen wir ein Geplänkel. Was haben die Leute wieder an? Pelz. Richtig, ja, das ist gut. Pelz. Und dann hätten wir normalerweise ein Schlagzeil, wo gerade spontan dazu. Da haben wir spontan einen. Schauen wir, was da gerade passen würde. Haben wir ein Schlagzeil. Ich finde es spannend, dass Leute, die Pelz tragen, auch Promis sich immer nicht wirklich entschuldigen dafür, dass sie sich schlecht fühlen. Nein, sie haben meistens das Gefühl, sie haben etwas Gutes gemacht. Weil die Nerz werden ja nicht irgendwie dann, erwürgt oder irgendwie eingesperrt. Nein, die werden ja anscheinend für die Pelzindustrie zu Tod gestreichelt. Oder irgendwie so etwas. Und da haben wir uns bei David Leitner Gedanken darüber gemacht. Und das ist der Bericht dazu. Wir verkaufen in unserem Laden ausschließlich Happy Bio-Pelz. Das sind auf der einen Seite Tiere, die natürlich gestorben sind, und auf der anderen Seite Nerz aus einer zertifizierten Bioform. Sie sehen, die Tiere haben also alle ein glückliches Leben gehabt. Wie sieht denn so eine Bioform aus? Pro Quadratmeter sind maximal 6 Nerz zugelassen und sie sind pro Tag mindestens 1 Stunde an der frischen Luft. Schauen Sie mal, ist das nicht eine wunderschöne Hasenfellmütze? So eine Mütze kommt bei mir hier im Laden nur im Verkauf mit einem schriftlichen Nachweis für einen natürlichen Tod. Also für die Kappe hier ist garantiert kein Hase extra gestorben. Hoppel ist vertrunken. Der Buffel und der Schnüffel verhungert. Irgendwo vergessen zu füttern. Der Bobby hat an einem Stromkabel knabbert. Bugs Bunny. Überdosis Rüebli. Dann da 1, 2, 3, 4 namenlose Hasen von einem Zauberer, der auf der Bühne einen Herzinfarkt bekommen hat. Ja, darum sind die Fälle natürlich in so einem tadellosen Zustand. Wenn die Tiere überfahren werden, dann ja, haben wir natürlich andere Probleme. Heisst das, man soll ihnen keine überfahrenen Tiere vor die Tür legen? Nein. Ist der nicht wunderprächtig? Das ist ein sogenannter Freitodmantel. Das sind alles depressive Nerze, die ihre Fälle freiwillig gespendet haben. Diese Mäntel kommen hier mit so Pelzspenderausweis. Jeder Nerz, der da drin im Mantel verarbeitet wurde, hat hier mit ihren Pfötchen persönlich unterschrieben. Aber wie haben sich denn die Nerz das Leben nehmen? Wir leistet bei uns in der Happy Bio Farm auch Sterbehilfe. Okay, das heisst, Sie verkaufen gar nicht Tiere, die ein glückliches Leben hatten und dann einfach am Alter gestorben sind. Mal, wenn wir hier im Wühlkorb schauen können, finden wir sicher so ein Pätzchen. Oh. Ist das ein lebendiger? Ist das ein lebendiger Hass? Nur Moment. Okay. Herr Kohl, was ist denn mit dem? Das war der Polka. Der ist schon lange manisch depressiv. Ja, der ist froh, hat er gehen können.
Tut dir auch ein bisschen das Herz weh, Agota? Doch, mein Herz schon, auf jeden Fall. Also ich bin schwer depressiv und würde mir jetzt nach dem kleinen Spot gerne so ein bisschen musikalisch heiter. Wir haben hier jemanden eingeladen, der normalerweise auch an der Vereidigung ist eingeladen worden, von Donald Trump zu spielen. Grossen Applaus bitte für den Urban Junior! Herzlichen Dank. Das hier ist ein verspätetes Geburtstagsgeschenk für jemanden von euch. Das ist komische Musik für komische Leute. Ein hoher Krach für Lärm und Nöte. Das lassest du gern, weil du auch ein bisschen gestört bist. Ich weiss schon, wo du hingehört bist. Achtung, Vorsicht, Teufel muss ich. Achtung, Vorsicht, Teufel muss ich. Das sind lauter Lieder mit so wüsten Texten. Ein hoher Seich, das ist das Hinterletzte. Was mir heisst das um den Bogen? Komm, hör mir auf, die sind doch alle auf Drogen. Die ganze Nacht immer der hohe Krach. Jetzt ist sofort Ruhe und es geht eins aufs Dach. Achtung vor sich, Teufel muss sich. Achtung vor sich, Teufel muss sich. Das ist komische Musik für komische Leute. Ein hoher Krach für Lärm und Nöte. Das lassest du gern, wo hauptlich gestört bist. Ich weiß schon, wo du hingehört bist. Achtung, Vorsicht, Teufel muss ich. Achtung, Vorsicht, Teufel muss ich. Teufel muss ich. Musik von Urban Junior ist das gesehen. Kauft seine Platte, geht an seine Konzerte und lasst euer Hirn rausblasen. Hirn rausblasen, das ist etwas, was einem jetzt nicht gerade in den Sinn kommt, wenn man an Theater denkt. Der nächste Gast, den wir hier haben, ist schon bezeichnet worden als Enfant terrible. Er ist bezeichnet worden als Genie vom Theater. Er ist bezeichnet worden als Grenzgänger des Theaters. Und ich freue mich, dass er da ist. Um die Leute ein bisschen zu vorbereiten, würde ich gerne ein inszeniertes Stück, das heisst «Die 120 Tage von Sodom», tut er im Schauspielhaus Zürich, tut er inszenieren in den nächsten paar Wochen, haben wir hier ein Theater. Trailer gebracht. Weil ich weiss, dass meine Mutter zuschaut, will ich den Theatertrailer nicht euch daheim zumuten, sondern nur im Saalpublikum. Also stellt einfach eure Imagination anstellen und stellt euch einfach so ein bisschen vor, was da die Saalleute sehen, bekommen. Bitte Trailer ab. Und da kommt der Mann, dem wir das verdanken haben. Applaus für Milo Rau! Milo, schön bist du da. Dominik, freut mich. Ich muss ganz schnell, weil das die Leute daheim nicht gesehen haben, du noch schnell so ein bisschen erörtern, was man sieht in dem Trailer. Es geht um Exkremente, es geht um geistig behinderte Schauspieler auf der Bühne, es geht um Sexorgie, es geht um Gewaltorgie, wo alles hier auf der Bühne stattfinden wird. Und da muss ich jetzt mit meiner Mutter sprechen. Milo, muss das sein? Ja, es ist eine Adaption vom vielleicht ekelhaftesten und gewalttätigsten Film der Filmgeschichte, 20 Tage von Sodom. Und da muss sie, oder? Das wäre ohne Scheiß, ohne Vergewaltigung, das wäre wie Besuch der alten Dame ohne alte Dame.
Das würde ja auch nicht gehen. Also ich bin quasi gezwungen. Und macht das irgendwie etwas mit dir, wenn du so eine Gewaltdarstellung auf die Bühne bringst? Heisst, wie reagiert dein Umfeld darauf? Jetzt zum Beispiel wie eben deine Mutter, die das wahrscheinlich auch schaut. Man sagt ja immer den Kindern, schaut, postet nur auf Facebook, was ihr auch eurer Mutter würdet zeigen. Und jetzt kommt der Milo und macht solche Sachen. Wie gehst du damit um und dein Umfeld? Ja, ich habe Glück. Also auf Facebook ist das schon gesperrt worden, der Trailer. Das ist wirklich wahr. Eigentlich augenblicklich. Ja. Ach Gott, der Demon. Ich habe es schon geliked. Ah, ich bin auch Schauspielerin. Okay. Ah, gut, er schaut immer, was gesperrt ist, und dann liked sie es mal grundsätzlich. Also, das ist so, so ihr Ding. Vielleicht die, die dich nicht kennen, du bist jemand, wo gesellschaftliche Ereignisse, die wichtig sind, Umstürze, Revolutionen, hast du verpackt in Theaterstücke und hast sie quasi eins zu eins naturalistisch nachgespielt, wie die Verurteilung von Ceausescu. Dann ist vom Breivik ist ein Manifest vorgelesen worden. Jetzt auch ein Stück, das auch auf Zürich kommt, ist der Deutru, der Kinderschänder, oder? Ja. Wo Kind auf der Bühne, flämische Kind im Alter zwischen 9 und 13, wo Taten nachspielen von dem Kinderschänder. Also wirklich herzerwärmende Muttertagsstücke, die du hier auf die Bühne bringst. Kann man sagen, dass es so eine Spirale gibt, wo du immer extremer musst und auch willst werden? Also ich mache eigentlich immer Trilogien und innerhalb von denen werde ich immer extremer. Also ich habe das Tribunal in Moskau gemacht, beispielsweise, wo ich den Prozess gegen Pussy Riot wieder aufgenommen habe. Seither habe ich keine Einreisegenehmigung mehr. Und dann habe ich es im Bürgerkrieg im Kongo gemacht, das Kongo-Tribunal. Das ist jetzt beendet, das könnte krasser werden. Das ist jetzt das zweite Stück aus dieser Adaptionstrilogie. Und die nächste Trilogie wird eine Klassiker-Trilogie sein. Also das wird dann wirklich langweilig. Theater ist ja so, wenn du jemanden auf der Bühne umbringst, wenn du jemanden auf der Bühne vergewaltigst, wenn du Scheiße fressest, sieht das im Film echt aus, auf der Bühne aber nicht. Ah, okay. Wie weit kann man das noch treiben? Wo siehst du Potenzial, das man noch gezielt provozieren könnte? Oder könnte noch, ich weiß nicht, wenn man sagen, draufhauen künstlerisch. Gibt es da irgendwelche Felder, die dich da noch interessieren, außer dem Theater? Da gibt es einiges. Also ich habe schon ganz lange tatsächlich das Ziel, so einen Film zu machen. Ich war letztens in Nordzürich, in Nordirak, und würde gerne einen Film drüllen. Das ist für mich ein Gebiet, das ich noch nicht so gut kenne. Und da gibt es einige andere Sachen. Lustigerweise gibt es ja tatsächlich sehr viele Tabus, obwohl man glaubt, das gibt es nicht. Also gerade die Sache über den Deutru, da haben wir natürlich hoch in ganz vielen Ländern ein Stück gezeigt worden, ist Auseinandersetzungen gehabt. Dürfen Kinder überhaupt auf der Bühne spielen? Dürfen sie zu dem Thema spielen? Also da gibt es immer wieder neue und andere Reibungsflächen. Und jetzt natürlich mit Sodom ist es nochmal eine andere Frage. Dürfen Behinderte auf der Bühne sexuell konnotierte Szenen spielen? Und dürfen sie? Also ich meine, du planst das, das ist im Kopf, und dann kommt das auf die Bühne und dann denkst du auf einmal, ah shit, jetzt hätte ich nicht zählen, oder ist das für dich völlig okay? Ja, also ich meine, es sind ja Schauspieler tatsächlich, es sind Leute, die seit 10 Jahren Schauspieler sind, das sind nicht irgendwelche Leute mit Behinderung, das sind einfach Schauspieler, die auch eine Behinderung haben. Die sind extrem professionell, die wissen, wie man alles herstellt. Also die können, natürlich ist das Schockimus, natürlich wissen sie, dass sie damit brüllen und Ekel zeigen. Also es ist Schauspiel. Aber man nimmt euch an, und das ist ein interessanter Vorgang, weil sie behindert sind, dass es dann quasi echt ist. Und das ist eben das interessante Shifting, finde ich. Du, look, ich merke, die Stimmung jetzt hier im Saal ist gerade ein bisschen heller runtergefallen nach dem Trailer. Und wir sind ja doch eine sehr grosse Unterhaltungssendung. Du hast hier ein Buch mitgebracht. Und auch dich hat es in Schweizer Fernsehen getrieben. Du wirst jetzt dann einen Part übernehmen als Expertin, nennt man das, glaube ich, im Literaturclub. Genau. Dürfen wir da auch irgendwie Blut und Mord und sexuelle Praktiken ab jetzt erwarten im Literaturclub, wenn der Milo Rau dann dabei ist? Ja, es ist ja eigentlich schwierig, jetzt Werbung zu machen in einer Sendung vom Schweizer Fernsehen. Für eine Sendung vom Schweizer Fernsehen. Oh, mach das doch. Ja wie im Sozialismus ist das fast, ne? Schwieriges Thema, du. Schwieriges Thema. Sehr. Wann startet das mit dem Literaturclub? Das startet Ende Januar, am 31. ist die erste Ausstrahlung. Mhm. Da haben wir unter anderem das Buch von Paul Auster drin. Da siehst du, wie dicke Bücher ich so lese nebenher. Ich mache ja nicht nur Scheiße inszenieren. Ganz schnell nur eines. Bist du dir der Verantwortung bewusst? Die haben dich ja nicht einfach so geholt, den Milo Rau. Du bist auch ein junger Typ. Du bist, glaube ich, sogar noch ein bisschen jünger als ich, um die 25. Und ja. Die holen dich in so eine Sendung rein vom Schweizer Fernsehen Literaturclub, wo jetzt nicht wahnsinnig zau abgeht. Und auch mich hat man da in den Schweizer Fernsehen reingeholt, wo jetzt nicht wahnsinnig zau abgeht. Und man hat so Erwartungen an mich. Spürst du auch so eine Verantwortung, so eine Erwartung, wenn du in dem Literaturclub wirst auftreten Ende Januar?
Ich habe früher auch als Kritiker geschafft, bevor ich Theater gemacht habe. Und dann sind irgendwie Ziele auch so abgekracht, dass eigentlich Literaturkritik nur noch für Dandys gegangen ist und ich keine bin. Habe ich dann angefangen richtig geschafft und bin Künstler geworden. Und jetzt komme ich eigentlich zurück zur Literaturkritik dadurch. Um dich zu rächen, quasi. Ich räche mich am Literaturbetrieb. Und, aber es ist schon harte Arbeit. Also ich weiß gar nicht, ob dir das jetzt aufgefallen ist, aber es sind ja 1200 Seiten und das ist eins von vier Büchern. Also das ist nicht. Was für einen Zeitraum musst du das lesen? Ich muss das immer in der Nacht lesen. Also ich tue 12 Stunden inszenieren, dann bin ich bei dir und dann gehe ich sofort heim und lese. Also gut, dann machen wir doch noch etwas zum Schluss, etwas Einfaches, was dir vielleicht liegt. Weil meine Vorstellung ist, wenn wir schon einen gefeierten Theaterregisseur und Autor hier haben, würden wir uns doch so einen echten Milo Rau gern hier im Maskott in Zürich inszenieren. Unbedingt. Wenn wir ein Thema, wir haben ein Thema, das uns alle berührt, und zwar ist das die Vereidigung von Donald Trump. Und ich würde gerne, dass du eine kleine, einminütige Inszenierung machst von dieser Vereidigung. Also eine Mini-Inszenierung. Genau, wir haben die ja jetzt gesehen von ein paar Stunden und jetzt tun wir sie einmal nachstellen oder meinetwegen so nachstellen, wie du gerne den Milo Rau hättest. Kommst du ganz schnell mit vielleicht? Oder du mal die Stühle ein bisschen hinterher schieben. Schau, wir brauchen hier einen Tisch dazu. Ja, Agota, ist ganz wichtig. Ich will auch mitspielen. Ja, komm, du darfst doch ein bisschen, du mitschieben. Mitschieben. Agota, komm doch ein bisschen mitschieben. Du musst aber auch schon etwas schaffen. So. Also, gut, genau. So, etwa da. Ich finde, das ist schön. Schau mal, du hast zur Verfügung, ich weiss, du schaffst nur mit den besten Schauspielern zusammen, die du findest. Du hast Agota Diemen in einer Hauptrolle. Und du hast mich, Dominik Deville, in einer Hauptrolle. Und vielleicht gibt es noch kleine Nebenrollen. Und wir haben folgende Sachen, haben wir Requisiten, die du benutzen darfst. Schau dir das mal an, um die Vereidigung durchzuspielen. Genau. Das ist verführend. Das ist ein Ku Klux Klan Kapuze, wo wir denken. Wir haben einen Bernstein Totkopf. Milo, komm doch hinter den Tisch, ja, dass du mit deinem massigen Körper, mit den ganzen schönen muskulösen Körper, mit dem muskulösen mit Körper, mit dem Durchsteck, mit den schönen Sachen. Wir haben Ku Klux Klan Kapuze. Und da haben wir ein Baby, wir haben einen Schädel, wir haben einen Atomknopf, wir haben eine Tischbombe, wir haben eine Trump-Perücke. Hast du die gerade aufsetzen vielleicht? Darf ich? Ja, komm, fast ein Sein. Tun wir doch einen Durchbruch, wie es ablaufen soll. Wir haben einen... Ist das... Voilà! Wir haben... Sehr. Wir haben eine weisse Katze. Und wir haben eine Bibel und wir haben den Eid, der gesprochen wird. Und ich hätte gerne, dass wir das inszeniert und wir haben vielleicht eine Minute Zeit. Und am Schluss der Inszenierung steht, dass der Trump, also ich in dem Fall, den Eid werde ich feierlich sprechen. Wie, okay, wie stellst du dir das vor mit diesen Sachen? Torte haben wir noch für ein Attentat vielleicht. Wäre lustig. Okay, ja, also ich würde mal sagen, du wärst vielleicht die Frau von Trump. Er mag ja osteuropäische Frauen. Finde ich sehr schön. Und deshalb perfekt. Dann die Bibel für den Schwur. Ja, die hat meistens die Präsidentenfrau, die First Lady, hat die. Genau. Gut. Und ein Attentat. Ich glaube, wenn da keine Pistole drin ist, dann könnte man ja die nehmen und sonst knallen wir einfach ins Gesicht von Trump. Lass uns doch noch mal darüber reden, über den Teil von der Nein, ich habe eine Idee. Ich habe wieder Trump, seine Frau, im letzten Moment instinktiv reißt er sie vor sich und es geht ihres Gesicht. Das ist super! Das ist eine gute Sache. Und dann auch machst du das mit? Ja, ich bin im Praktikum. Okay. Muss ich fast. Das machen wir mit. Also, ja, dann brauchen wir einen Attentäter. Ein Attentäter? Dürfte er sich maskieren mit der Ku Klux Klan? Das wäre perfekt. Wär perfekt. Das wäre perfekt. Wer hat dich befreut, das zu machen? Komm, hinterher. Du bist ja so, du siehst schon so attentäterig aus. Komm doch, bevor du von der Kamera gehst, schnell kappen, dass man dich nicht erkennt. Das macht aber nicht Sinn, weil Kugelsling was? Ja, darum würden wir es nicht erwarten. Doch, ja, das ist der Trick. So, voilà. Also gut, ich wo komme ich rein? Ganz kurz. Ja. Ne? Du kommst mit, ich komme zusammen rein. Edelwürdig, vielleicht mit so einer würdig pathetisch amerikanischen Musik. Genau. Schreitet ihr da durch? Da? Schreitet da hin, von einer Kamera verfolgt. Geht da hinten. Folgt mir, liebe Freunde. Sind da? Ah nein, sind davor. Sonst ja. Sonst da hinten alles haben wir eine USA-Flagge. Voilà, da. Ja, haben wir. USA-Flagge da. So. Oh, das ist nicht gut. Warte, so. Ja. So. Verkehrt ist genau. Genau, perfekt. So. Und dann kommen wir dafür? Dann kommen wir hier rein. Dann kommt der Attentäter. Du reissest deine Lady vor dich. Er knallt ihre Torte ins Gesicht. Ja.
Wo du merkst, wir schauen mal. Ne? Ja, das machen wir einfach so, wir improvisieren. Das improvisieren wir. Ja, ja, ich weiß. Dann tust du dich verteidigen mit der Katz, prügelst ihn weg. Oh ja, das, Also ihn. Also vielleicht auch innen ein bisschen. Ja? Ja. Und dann tust du ihren Gentleman den Fahne geben, dass sie sich abputzen. Ja. Und dann schreitet ihr... ich merke, da ist ein Profi dahinter, meine Damen und Herren. Ein Profi. Es sind Emotionen drin. Und dann tust du... Es ist Genie, oder? Ein Grenzgänger. Und jetzt tust du das Buch dann anheben. Und dann sprichst du die Worte, aber irgendein Double spielt genau dann laut die Musik ein. Und wenn es beendet ist, könnte ich ja dann noch die zünden. Und dann brandet Applaus auf und Böllerschüsse, noch weitere. Es gibt ja immer 12 oder 20. Haben wir Böllerschüsse? Ich weiß es nicht. Haben wir nicht. Also komm, wir fangen an. Ja. Also, wir sollen wir es einfach machen? Wir rein? Wo ihr kommt da hinein, ihr schreitet. Und wo sitzt er? Er sitzt da, unbemerkt, wie man vielleicht auf seinem Schoß. Das ist subversiv. Ja, ja, genau. Subversiv. Oder nebenzumachen. Genau, auf dem... Der Attentat sitzt genau, auf beiden Schoßen. Nein, 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 nicht so domisieren. Nicht so domisieren, jetzt geht es zu weit. Okay. Also, was macht er? Genau. Du stehst auf, wenn sie kommen, stehst vor ihm und er merkt, also du musst die Hand nehmen, oder? Ja. Stehst vor ihm und dann zack und zack ins Gesicht. Und dann kommst du und dann geht's, nein, ihre. Dann wirst du mit der Katze züchtiget. Ja. Ja? Gut. Und flüchtest. Genau. Und dann tun die relativ cool putzen und so weiter und dann geht's los mit dem Dings. Ein Double tut Musik einspielen im falschen Moment und ich zünde den Böller am Schluss. Das ist ein fantastisch, da freue ich mich. Das machen wir jetzt gerade. Bleiben, dass er dran ist. Es gibt wirklich ein Milo Rau-Inszenierung. Nehmt euch ein Handy mit, filmt das ab. Das wird nur einmal im Schweizer Fernsehen aufgeführt. Verkauft dann den Film im Internet. Das ist wirklich, wirklich höher. Macht es oder postet ihn auf Facebook. Und sowieso der kleine Werbeclip, den wir jetzt haben, ist wirklich für Leute, die das Gefühl haben, Facebook ist nicht mehr so meins. Da wird einfach jeder Scheiß einfach postet. Werbeclip ab. Kennst du das auch? Du bist stolz auf deinen Stuhlgang, hast aber keine Möglichkeit, ihn mit deinen Freunden zu teilen? Ja. Introducing Facepoop, das soziale Netzwerk für deinen Stuhlgang. Hörst du den Ruf der Natur? Poste deinen Popo-Status. Halte deine Freunde auf dem Laufenden. Informiere deine Familie und nimm teil an der Verdauung deiner Freunde. Wow. Schwelge in Erinnerungen und teile den Stuhlgang of a Lifetime. Klassifiziere deinen Code mit lustigen neuen Emojis. Teile deinen Haufen 24/7. Facepoop. Great shit. Vereidigung Donald Trump, die erste. Und bitte. Ich liebe meinen Ehemann. I do swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God. Musik ab! Das war's auch schon gesehen mit Devil Late Night mit der Live-Inszenierung. Vor einem Original Milo Rau mit dabei ist der Urban Junior! Milo Rau und Agota Diemen! Danke vielmals! Und wir haben es wieder gesehen, der Kuklu Clan hat es einfach nicht drauf. Sorry. Gute Nacht miteinander. Tschüss. Super, danke dir.